Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir wieder zu Let's Play A Game of Dwarves. Bei uns sieht es mittlerweile recht gemütlich aus. Das wird aber alles noch viel epischer und schicker. Aber erstmal gucken wir hier unten weiter. Weil da können wir hier jetzt endlich mal ein bisschen Marmor abbauen. Und hier drüben auch schon die nächste Höhle freilegen. Wenn wir das denn halt, wir legen die mal... Ach, was soll's, hier buddel einfach hier rüber. Und dann werden wir schon sehen, was da kommt. Es sind aber auch etliche Höhlen hier. Gut, wir müssen auch jede Menge Feinde besiegen. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, was müssen wir uns dahin buddeln? Noch nichts. Sehr gut. Da scheinen wir hier ja auf ein ganz schönes Marmorvorkommen gestoßen zu sein. Das ist ja erstmal schön, weil damit können wir noch tolle Sachen bauen. Oh, hier haben wir auch schon Obsidian und Titan, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Titan dazu bekommen. Okay, hier haben wir nichts weiter. Hier haben wir noch Marmor. Guck mal, was sich da befindet. Noch mehr Gegner und jede Menge Platin. Und noch viel mehr Marmor. Das ist ja schön, das freut mich. Marmor ist immer gut. Da können wir dann noch irgendein Zimmer schön mit dekorieren oder wir kaufen uns einen Marmor-Esstisch. Sind wir mal ganz dekadent. Los Junge, gib alles! Dann ist da wahrscheinlich auch noch Marmor. Und wir können hier erstmal fleißig Sachen verkaufen. Hier gibt es noch einen Forschungspunkt. Hier gibt es Schatzkisten, wo Holz draus entsteht. Das ist auch sehr gut. Fackeln, da gibt es Holz draus. Aus Betten. Aus den Stühlen nicht, aber das macht nichts. So, jetzt haben wir denen ja ihre Einrichtung weggerissen. Dann dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, bis sie denn dann sackig werden und uns mal besuchen kommen hier oben. So, ihr sammelt weiter Holz. Ich setze in der Zeit mal zwei solche Blöcke. Und wenn er ein bisschen schneller sammelt, setze ich noch einen dritten. Aber da ist gerade nicht viel los hier. Dann vergeben wir in der Zeit mal einen Forschungspunkt. Alle Arbeiter werden schneller, das ist noch gut, auch sehr gut. Jetzt rennen die hier quasi förmlich. Dann kann es ja mit dem Holz nur vorangehen. Ja, danke, du Pfeife. Was mache ich denn jetzt mit... Ach na, das war ja jetzt aber auch ganz ungünstig gelöst. Jetzt habe ich da so einen Holzblock, den ich nicht... Och nö. Ach, das ist doch Mist. Jetzt ist... Toll. Das war jetzt nicht sonderlich praktisch. Das hat uns nämlich ordentlich Holz gekostet. Du bist in Sicherheit? Wo ist meine Zwergenarmee? Ja, die holen sich den schon. Vor allem, wenn der hier so einzeln vorwärts stapft. Weil er denkt, der ist der Größte mit seiner Flinte. Da wird er ordentlich aufs Maul bekommen. Muss man ja auch einfach mal so sagen. Und vor allen Dingen verdienterweise. So, jetzt ist dazu. Das gefällt mir. Und wo teleportieren die sich hin und her? Immer noch hier unten. Trauen sie nicht raus. Die feigen Schweine.
Und hier sind so viele Rohstoffe und Schätze. Ah, doch, da ist schon einer auf Angriffskurs. Und damit er nicht alleine ist, schicken wir mal einen mit. Und wo ist unser Fernschütze? Der futtert da. Der soll zusehen, hoffentlich erwische ich jetzt auch. Ah, sehr gut, der geht ein Stück zur Seite. So, nun verpasst dem da mal ein paar. Ihr könnt da jetzt nicht abhauen, da unten ist noch einer. Ach so, an den kommt er nicht ran, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Dann setze ich euch jetzt hier erstmal eine Leiter hin. Ah, der da oben kommt auch zurück. Und dann können wir hier fleißig weiter abbauen. Genau wie hier. Und in der Wände ist nicht viel, es ist immer nur im Boden. Sehr gut. Immer schön zu Brei hauen. Die wollten uns schließlich auch ans Leder. Haben wir denn hier mittlerweile einen Marmor-Esstisch zur Verfügung? Ja, ein großer Marmortisch. Der schon dekadent wirkt. Den verkaufen wir. Den verschieben wir. Ja, das ist dekadent. Da stehe ich auch zu. Aber das ist mir relativ gleich. Weil es schick aussieht. Und wir können derzeit hier drin so ein bisschen, halt nein, falsch, noch ein bisschen Holzverkleidung anbringen. Doch, das sieht eigentlich schön aus, finde ich. Hier könnte eigentlich auch noch eine große Tür dazwischen. Gibt das denn... Nein, Türen haben wir noch nicht. Schlosserei, hier gibt's... Ach ja, die Breiten... Gibt's ja nur da, das ist ja auch doof. Dann nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen weit, dass du aus dem Stegreif so weit... Oder das hier so viele Punkte auszugeben, dass wir dann hier ein paar schöne Türen haben. So, Marmor ist eh auch fast wieder alle. So. Na, unsere große Halle nimmt doch so langsam Gestalt an. Wenn man aus der Ecke hier guckt, Moment, nur ein bisschen richtig drehen. Da fällt es kaum auf. Hier sind noch ein paar Löcher, die Seite ist im Allgemeinen noch nicht so schön. Aber ansonsten... Schauen wir uns doch noch nach ein bisschen Dekokram um. Hier, Wandteppiche. Nee, das will ich nicht. Ich will ja solche richtigen... Genau, sowas hier. Haben wir einen doppelten Durchgang. Wir hatten ja aber auch noch so ein großes Gemälde, ne? So groß ist das ja auch nicht. Na gut. Man kann ja nicht immer alles haben.
Und dann geht das hier, sammelt mal schön weiter. So, hier schön ein paar Fackeln anbringen. Da kommt dann auch noch eine hin. Müssen wir mal gucken. Hier gibt es keine Mitte. Da, da, dort, da. Dann müsste da in die Ecke wieder eine. Ist ja auch doof. Ja, dann setzen wir das halt so. Hauptsache es ist schön. Nein, die sollte eigentlich nicht dahin. Hauptsache es ist schön hell. Hat doch was. Haben wir denn noch andere Wandteppiche? Dann kann man über das Loch da halt zwei hängen. Dekokram. Ja. Welchen hatten wir denn jetzt? Den da? Aber machen die einfach hier hin. So. Hat uns jetzt ordentlich Gold gekostet, aber das macht nichts. Da unten gibt es ja jede Menge Titan. Dafür sieht das ja alles ein bisschen epischer und prunkvoller aus. Hab ich gesagt Titan? Ich meinte natürlich Platin. Gut, da gibt es auch Titan. Ich sehe es, aber... Eigentlich meinte ich Platin. Das Ding hier können wir mal verschieben ein Stück. Nämlich dorthin. Und dann könnt ihr hier noch einen Durchbruch machen. Und dann können wir hier das schön alles ausheben. Da kommen sie schon angerannt zu dritt. Ja, jetzt reißt das da noch weg. Sehr gut, dann könntest du von mir aus da weitermachen. Oder wo auch immer. Und hier kann man noch was rausbuddeln. Und da auch. Dann machen wir hier eins draus und dann geht eine Brücke drüber. Ist mir auch egal. Hey, das ist nutzlos. Das brauchst du nicht. Ich wollte gerade sagen, man muss es jetzt nicht übertreiben. Er hat hier angefangen und hat sich dann hier so nach und nach dahin gebuddelt. Ich höre irgendein großes, böses Vieh. Auch da ist noch Titan. Du warst doch gerade noch müde. Sehr gute Entscheidung, dann geh lieber. Der kann noch ein bisschen. Ich gucke in der Zeit mal hier hoch, ob hier alles im Lot ist. Ja, prinzipiell schon. Wir haben wieder hier Holz. Holz, Blöcke, Klötze. Wie geht's dem so? Ja, den einen kann er da mal noch raushauen. Hoffe ich. Du hast Hunger. Nee, ehrlich, du hast Hunger. Geh doch was essen. Na also. Hier müssen wir auch noch überall zumachen.
Und wo ist unser... Achso, unser Bauzwerg kommt da mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht hoch, weil eine Leiter fehlt. Jetzt kommt er hoch. Ja, da ist noch fleißig am Buddeln. Auch hier ist wieder Platin. Sehr gut. Dann holen wir uns erstmal dieses Platin dort. Ach ne, jetzt sind wir da mit dem auf einer Ebene. Sind wir ja vorher noch gar nicht. Dann bekommt der da eine Leiter rein. Und hier noch eine Leiter rein. Wenn er denn dann Hunger hat, kann er gehen. Und ich sehe auch hier gibt es noch einiges an Rohstoffen zu holen. Darum gibt es auch da eine Leiter. Und hier gibt es noch mehr, sehr schön. Geh du mal irgendwo anders hin, hier können wir was, nein, können wir nicht upgraden. Forscher müssen weniger schlafen, hier kommen die High-End-Pflanzen für mehr Holz. Ich weiß, es ist nicht unbedingt die produktivste Variante hier so spielmäßig. So von wegen, die am schnellsten vorwärts kommen und durch, aber... Auch die sind Stufe 10. Also keine sonderlich große Gefahr. Wir räumen hier schön alles aus wieder. Weil denen ihre Deko gefällt mir nicht so. Ja, ich weiß, Atmosphäre und so, aber nein. Bitte was? Hier gibt's noch mehr? Junge, Junge, Junge. Weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Gold. Da müssen wir mal direkt was von ausgeben, indem wir hier noch Trainingsstatuen bauen zum Beispiel. Hierher, da so hin. Die reichen ja erstmal. Und dann setzen wir hier noch welche hin. Wir sind ja momentan eh noch. Ist eh alles noch nicht so schön. Und dann sind wir jede Menge Gold losgeworden. Dann können die da unten wieder fleißig Platin abbauen. Weil da gibt es ja auch noch welches. Und immerhin bringt das jeweils 100. Von daher kann man sich da auch nicht beklagen, dass das da rumliegt. Warum kann ich da keinen Holzblock? Achso, da irgendwo ist gerade Holz hin verschwunden. Wahrscheinlich ist das in eine neue Pflanze gewandert. Das muss ja auch mal sein. Man muss natürlich auch zusehen, dass man hier irgendwie so ein bisschen mit Vorräten haushaltet und so. Also müssen wir mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil wir haben genug. Da ist noch ein Klotz. Kommt hier noch einer abreißen? Sehr gut.
Das ist auch noch so ein langsamer da. Da kommt ein noch schnellerer, das ist auch gut. Du solltest jetzt vielleicht zusehen, dass du da rauskommst. Den packen wir mal hier ein bisschen zur Seite. Die da oben haben ihren Angriffsbefehl quasi schon bekommen. Okay, Hunde können scheinbar nicht klettern. Und der da wird wohl gleich vom Ork-Skelett angegriffen. Dem machen wir aber einen Strich durch die Rechnung. Sehr gut, Hunde können keine Leiter klettern. Wenigstens das ist realistisch. Oh, der König ist doch mal noch aufgestiegen. Wie auch immer er das jetzt geschafft hat. Junge, die haben ja ruckzuck Kleinholz aus dem gemacht. So muss es laufen. Okay, Hunde können doch Leitern steigen mittlerweile. Den stellen wir dahin. Wieso jeden der König jetzt futtern und warum ist schon wieder der da an der Schusslinie? Hallo König? Hallo Andro? Ihr könnt doch jetzt nicht, okay, ihr müsst futtern gehen. Ja, geh doch essen. Okay, der ist weg, der muss jetzt auch futtern. Aber immerhin gab es hier noch Erfahrung. Die haben wir uns noch geholt. Das da wegreißen und hier die Tafel ankrabbeln. Und das alles machen wir in der nächsten Folge, weil es ist schon wieder soweit. Ich bedanke mich üblich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ihr seht, wir kommen hier gut voran. Auf alle Fälle haben wir schon 20 von 50 Feinden besiegt. Wir haben noch nicht einen Runenkristall gefunden, aber auch das kommt noch in den nächsten Folgen. Das verspreche ich euch. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.